Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Game Dev Tycoon. In der letzten Folge haben wir total rumgedruckst und ein bisschen Blödsinn gemacht, viel, viel Geld verloren, ein paar Spiele gemacht, die so mittel waren. Und jetzt haben wir uns gedacht, hey, wäre doch mal cool, wenn wir jetzt immer so Publisher benutzen würden, ne? Weiß Bescheid. Okay. Romantik, irgendein Genre. Romantik-Genre. Okay. Mal gucken, was noch. Game Dev, irgendein Genre. Irgendein Thema, irgendein Genre, das klingt gut. Mindestens Bewertung von 5, das kriegen wir doch hin. Spielgröße Medium. Vorschuss von 75k nur. Oh, Tanz-Action. Ein Tanz-Action-Spiel. Geil. Oh Mann, scheiß die Wand an. Game Dev ist noch nicht entwickelt. Tja, Romantik, irgendein Genre, nee. Komm, wir machen irgendein Thema, irgendein Genre. Lizenzgebühren von 8%, okay. Vorschuss von 75.000. Mindestbewertung von 5. Tja, aber wo ist jetzt hier. Wird jetzt hier gar nicht angezeigt, wie viel ich jetzt davon bekomme von dem Spiel oder. Ist. Na gut, lass den Vertrag annehmen. Auf der Wiener. Irgendein Genre, irgendein Thema. Dann machen wir das altbekannte. Alles. Fantasy. Rollenspiel. Auf dem Master Wii mit der SNES Engine. Mal wieder. Master Wii beim Ghouls and Ghosts and Vampires. Ghosts and Vampires. Da, 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 da. Okay, let's go. Los. Ran hier an den Speck, Freunde. Klick, klick. Ja, sehr gut. Gespeicherter Spielstand, lineare Erzählung. Gameplay ist wichtig, Engine ist unwichtig. Okay, Story und Quest ist so. Okay. Engine. Wenn die Engine eh nicht so wichtig ist, kommt der dann rein. Donai. Warte mal. Entwicklungsphase 1. Naja, okay. Gameplay da dann. Story und Quest. Und Ecke Datte. Nee, ich bitte. Und dicke Ducke. Dicke Ducke. Mann. Oh, Branchenneuheiten. Heute hat Fonny seine eigene Konsole namens PlaySystem angekündigt. Anscheinend hat das Unternehmen seinen Prototypen PlaySystem komplett überarbeitet, nachdem Nintendo das Projekt abgebrochen hat. Der Controller sieht aber nicht. Also Analog-Sticks hatte der noch nicht, der von der PlayStation, ne? Möchte ich mal so sagen. Aber es ist cool, dass hier doch das Super Nintendo-Logo mit drauf ist. Haha, lol. Die neue PlaySystem ist mit dem CD-ROM-Laufwerk und einem 32-Bit-Prozessor ausgestattet und ist alleiniges Eigentum von Fonny. Experten der Branche sind der Meinung, dass dies der Beginn einer neuen Generation von Spielkonsolen sein könnte. Nintendo lehnt eine Stellungnahme ab. Das PlaySystem kommt in 2 Monaten auf den Markt. Wir machen hier noch fürs Master System Zocks, ey. Haben die mal schon nur Nachricht entschlüsseln. Dies ist ein ganz besonderes Angebot. Moment. Dies ist ein ganz besonderes Angebot. Unsere Agenten haben es kürzlich geschafft, Zugriff auf ein paar entscheidende Systemkomponenten von einem ihrer Konkurrenten zu erhalten. Wenn sie Wargames spielen möchten. Überweisen Sie 148.000 auf die angegebene Verbindung und wir werden mit der Sabotage beginnen. Das klingt ja geil, wenn Sie Wargames spielen möchten. Kennt ihr den Film Wargames? Wenn nicht, holt es bitte nach, den gibt's für günstig Geld überall mal kurz auszuleihen. Dann einfach für einmal gucken, ist ja echt cool. 80er Jahre Filme, ja, die war toll. Los, was sabotieren? Wir sabotieren. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Oh, neue Forschung verfügbar. Fortsetzungen. Okay, wollen wir ein bisschen Marketing machen. Wir sind jetzt hier noch in der ersten Entwicklungsphase. Da werden wir mal nur Zeitschriften machen. So.
Gut, dann würde ich mal sagen. So. So sieht das gerade aus. Also wir müssen noch ein bisschen Hype erzeugen. Nein, ich will ihn doch nicht feuern, Mann. Wir müssen hier noch ein bisschen Hype erzeugen. 150, los, raus damit. Ja, jetzt haben wir richtig viel Hype schon. Ja, richtig viel ist noch nicht mit 20, aber es ist immer ein Hype. Oh, heute wurde ein neues Plattform-Play-System von Fonny veröffentlicht. Tja, Fonny ist draußen. Okay, dritte Entwicklungsphase. Spielwelt und Design ist wichtig. Ja, okay, machen wir es einfach so. Komm, go, go, Gadget. Obwohl, das Master-System ist ja für. Eigentlich auch für alle gut, oder? So. Kann ich mich erinnern, dass das viele gespielt haben. Jugendliche und auch so Erwachsene, sag ich mal. Okay. Eine Aussage des Spieleentwicklungsunternehmens Red Isles Studios zufolge ist dieses Opfer einer industriellen Sabotageaktion geworden. Unglücklicherweise ist die Entwicklung seines aktuellen Projekts davon massiv betroffen. Die Polizei ermittelt. Und wir sind dran schuld. Verdammte Axt. Wir sind die Bösen. So sieht's nämlich aus. Wir sind die Bösen. Verdammt. So, noch ein bisschen die Bugs hier beheben. Design ist viel, aber wenig Technologie. Los, fertigstellen. Auch ein Hype von 36. Schauen's mal. New Record. Schneller hier. Tak, 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 tak. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich hier übrigens keine Musik drin habe. Da habe ich ganz vergessen zu erwähnen. YouTube hat mich angekackt. Ja, bla, bla, Content, bla, 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 bla. Deswegen habe ich mir gedacht, nö, leck mir am Arsch, da mache ich jetzt ohne Musik. Wir haben erste Bewertungen für unser Spiel Ghosts and Vampires erhalten. Das muss mindestens eine 5 haben. Okay, eine 6. Okay, wir sind noch im Geschäft. Ja. Und. Wir haben zumindest den Auftrag okay bekommen. Hat's in den Momente von All Games cool. Der Schwerpunkt auf Spielweltdesign hat im Spiel gut, aber irgendwie war es dann doch scheiße. Nennen wir es beim Namen. Das verkauft sich aber schon anders, ne? Das Spiel hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte, sagt Wiener. Los, jetzt hier können wir gleich mal trotzdem Spielbericht erstellen. Und bisschen Forschung können wir auch. Nein! Nein, nicht feuern! Forschung! Oh mein Gott. Lebenssimulation. Könnte man da zum Beispiel machen. Das können wir mal noch machen. Game Dev, Film, Dungeon Crawler. Ach, das war jetzt auch nicht so cool, ja. So verkauft sich zwar mega, aber so hammergeil ist es dann doch nicht. Ja, zumindest sind wir wieder auf 1 Million, aber trotzdem. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Ghosts and Vampires ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Sound scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Na, ist ja gut zu wissen, ne? Jetzt machen wir endlich hier Zombie Action. Zombie Action auf dem Master V oder wie eine Oasis. Oh, guck mal, der Wiener Gier. Oder hier. 200.000. Ja, komm, los. Go, go, Play System. Ja, 200.000, los. Go, go. Spielengine mit der SNES Engine mal wieder. Und ein Zombie-Action-Game nennt sich. Undead. Solitär. Nee, ach, scheiße. Undead Killer. Undead Killer. Ein 2D-Game. Immer noch ein 2D-Game, weil wir kein Geld haben für eine eigene Engine. Tja, brauchen wir das? Brauchen wir es nicht? Brauchen wir das? Brauchen wir es nicht?
Scheiß auf die lineare Erzählung, das Action Game. So. Klick, 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 klick. Ich bin, oh, hallo, ich bin Andrew McNara von Game Informant. Ich habe gehört, dass Pick Productions gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Wir haben schon einen Hype von 1 generiert, ohne irgendwas zu machen, ey. Gerade haben wir erst angefangen mit Dingsen. Ja, produzieren. Ey, schreib doch nicht so viel, Mann. Hallo, schreib nicht so viel. Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spielentwicklung getroffen werden müssen und wie Unternehmen Schwerpunkte in einzelnen Spielentwicklungsbereichen setzen. Ihr neues Spiel von Zombie-Action-Spiel ist ein Zombie-Action-Spiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher den Schwerpunkt auf Story-Quest oder auf Grafik setzt? Und zwar auf Grafik. Das weiß ich nicht. Danke für Ihre Zeit. Ah. So, weiter geht's. Ein kurzes Interview mit Pick Productions haben wir uns über die kommenden Zombie-Action-Spiele gesprochen und haben Firmengründer LOMP Hunter LP gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagt LOMP Hunter, dass Grafik besonders wichtig für so ein Spiel sei und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jede Spielentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen. Daher ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Und das ist genau das, was wir in dem Spiel die ganze Zeit über schon machen. Also haben wir bei diesem Interview quasi gar nichts gelernt. So. Grafik auf volle Möhre. Bisschen Sound. So. Okay. Und jetzt müssen wir mal noch ein bisschen Marketing betreiben. Oh, eine kleine Kampagne kostet. 500.000 können wir nicht schreiben. Na, kostet hier Zeitschriften und Demos. Los geht's. Ich hoffe, es war nicht zu spät. Oh, sieht da auch ganz okay aus zumindest, ne? Na, kommt ja auch noch ganz schön was rein, du. Ghost and Vampire, das wurde vom Markt genommen. Und es hat... bisschen Geld und aber noch ganz wenig Umsatz. Tja. Gewonnen Erfahrung. Bling, bling, bling. Ne, nix bling, bling. Doch, wenigstens ein bisschen Levelaufstieg. Oh Gott. Und der will jetzt... Oh nein. Die wollen jetzt wieder mehr Geld haben. Aufgrund der Verbesserungen, Erfahrungen, bla bla. 29 und 37.000. Boah, fuck. Mehr Spielermodus und verbesserte KI. Undead Killer, Spielbewertung. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Na los, komm schon. Zombie-Action, eine sehr gute Kombi. Irgendwie bin ich nicht so der Held hier. Hab nicht so die Ahnung, wie Spiele aussehen müssen, wie es aussieht. Obwohl, 7 und 8, das ist eigentlich ganz okay. I love it. Aber hier guckt euch die mal wieder an. Ich mag es nur ein bisschen, es ist voll blöd. Mann. Forschen wir ein bisschen neue Themen. Horror. Forschung, neues Thema. Wild West. Wild, Wild West. Forschung, neues Thema. Mystery. Ich will endlich Rennspiele machen, verdammte Scheiße. Mann, Mann, Mann. Wieso müssen die eigentlich schon wieder in Urlaub? Weltraum. Stadt. Oh, Stadtsimulation. Oh ja, das klingt gut. Forschungspunkte und 15.000. Ich habe keine Ahnung, was der überhaupt für Werte hat. Das müsste man doch hier eigentlich sehen. Aber ich kann es nicht so richtig lesen. Level 3 Design. Technologie nur 5. Das macht er jetzt Training. Dann gucken wir noch mehr nach weiteren Themen. Transport. Oh, hier gibt es aber auch viel.
Okay, Wiener Gears. Wird in zwei Monaten vom Markt genommen. Naja, wir haben auch nur zwei Spiele für gemacht. Dann ist das okay. Spielbericht noch erstellen. Und dann geht der Onkel hier gleich in den Urlaub, wie es aussieht. Fertiggestellt, Start. Mann. Ja. Nein, das ist nur ein kleiner Messestand. Mehr können wir uns gerade echt nicht leisten, ohne Mist. Auch wenn wir ja mit ein bisschen in die Wiese gehen können, aber das will ich ehrlich gesagt nicht. Ah, Undead Killer war noch vom Markt genommen. Nehmen wir 500.000 eingespielt. Unsere Analyse nach Verkaufsstopp von Undead Killer ist beendet. Und wir haben folgende Resultate erzielt. Zombie-Action, also großartige Kombi. Spielwertdesign scheint diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein. Plattform-Zielgruppen-Übereinstimmung, Erwachsene- und Play-System ist gut. Und Themen-Zielgruppen-Übereinstimmung, Erwachsene- und Zombies ist doch großartig. Kann man irgendwie die Spiele-Historie angucken? Cool. Was war denn hier unser erster Knaller eigentlich? Okay. Verkaufte Stücke 15.000, 19.000, Pickern, das Piraten war nicht so gut. Super Fur. Wing Wing, Spiel Nummer 6. Oh ja. Beat the Meat hat 4 rausgehauen. Okay. TES Kinder, das war ein Superhelden-Action-Spiel. Okay. Superhelden-Action-Game. Ja, da wissen wir doch, was wir als nächstes machen. So, die fallen uns hier gleich tot vom Stuhl. Deswegen werde ich jetzt gleich in den Urlaub sicken. Oh ja. Erstmal gucken, wie viele Leute an unserem kleinen Stand waren. Nicht so viel, aber ist ja auch klar. Guck mal. Immerhin 24. Nein. Ja, das geht gut ab, du. Für einen kleinen Stand? Meine Fresse. Dies Jahr haben wir es nämlich nicht und die 100 Top 10. So, jetzt hier ab in den Urlaub. Ab in den Urlaub. Wiener Gear wird nicht mehr unterstützt. Okay. Was? Komm, wir gucken mal. Wir tun mal so, als ob wir eine neue Engine entwickeln wollen würden. Ein 3D-Game. Mit auch noch einfachen Zwischensequenzen. Gespeicherten Spielstand ist klar. Besseren Dialogen mit Level-Editor und Mono-Sound. Das Mono-Sound gefällt mir eigentlich nicht. Gibt es hier nicht Stereo-Sound? Forschung? Tutorial, Charakterentwicklung, Open World, Tag-Nacht-Zyklus, Fortsetzungen, Mehrspieler-Modus. Können wir uns nicht angucken. Verbesserte KI. Okay, na gut. Komm, wir machen jetzt trotzdem die... Mann! Spieler-Engine. Eigene Engine erstellen, 3D-Grafik, einfache Zwischensequenzen, lineare Erzählung, gespeicherten Spielstand, bessere Benutzererfahrung, machen wir auch mit rein, bessere Dialoge, Level-Editor kommt auch mit rein und Mono-Sound. Und das Ganze nennen wir die Play Engine 1. Zack. Dauert zwar noch einen Moment, aber wir haben ja auch noch Dispo-Kredit, von daher ist es okay. Tja, ich wollte auch sagen, in dieser Stelle unterbrechen wir nochmal den aktuellen Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Game Dev Tycoon. Macht's gut, bis dahin und tschaußen.